Mein Name ist Gabi Bastian, ich bin die Schulleitung der Klein-Nestler-Schule hier in München. Vielleicht hast du ja schon den ersten Teil von unserer Seilchoreo angeschaut. Wenn nicht, guck doch mal hier. Jetzt geht es nämlich weiter mit dem zweiten Teil. Und ich habe dir wieder ein paar Techniken mitgebracht, die du schön als Inspiration für deine Seilchoreografie hernehmen kannst. Wir starten in der Position, wo wir beim ersten Teil geendet sind. Und wunder dich nicht, meine Schritte sind relativ klein hier, weil mein Platz vom Fimmeln etwas beschränkt ist. Du kannst natürlich gerne immer mehr in den Raum reingehen. Das wirst du dir dann schon denken, wenn ich kleine Hühner dabei mache, machst du einfach große Schritte. Wir haben das Seil hier dreifach. Wie komme ich in das Dreifache rein? Eine Möglichkeit wäre jetzt einmal Daumen. Gegenseil, Gegenseil ziehen. Aber aus unser Choreo ist es so, dass wir quasi einmal die Schlinge gefangen haben. Wie wir dahin kommen, siehst du wie gesagt im ersten Teil. Wir sind hier nach vorne gekommen und zwar kommen wir mit einem unten oben hier an. So, du merkst jetzt schon, unser Arm kommt ja in einem kleinen Kreis über dem Kopf. Und diesen Kreis vervollständigst du mit dem Seil, indem du das Seil in die Luft wirfst. Probier noch mal, also die Knoten musst du festhalten, bitte nicht alles wegwerfen. Nur die Mitte vom Seil wirfst du quasi auf deine linke Seite, ja? So weg. Und Mitte wegwerfen. Dann habe ich beide Knoten jeweils in einer Hand und dann übergebe ich die in die linke Hand. Okay, probier noch einmal, vielleicht noch mal den Übergang. Du hast unten, oben und jetzt werfe ich die Knoten, äh, die Mitte weg, die Knoten behalte ich und übergebe beide Knoten in die linke Hand. Okay, gut. Jetzt gehst du, es geh weiter nach hinten, einen Schritt nach links. Und währenddessen, ich zeige es dir nochmal, führst du deine Hand nach unten und dein Seil wickelt sich um dich herum. Schau nochmal, Seil ist oben, Seil geht nach unten. Und durch das, dass wir es schwingen, kommt es automatisch hier rum. Und du fängst das andere Ende mit der anderen Hand, mit der rechten Hand. Also nochmal schwingen und Schritt zur Seite und entfassen. Probieren wir mal nochmal den ganzen Übergang. Das heißt, du bist unten wirf die Mitte weg kreis beide Knoten in die linke Hand Schritt einwickeln du darfst gerne den Kopf auch mitnehmen das heißt wenn dein Ende sich um dich rumschlingt nimmst du den Kopf mit so bist hier eingewickelt jetzt wollen wir ja wieder rauskommen nimm mal nur deinen rechten Arm über dich und kommst wieder raus du kannst dich noch mal einwickeln und wieder auswickeln. Und wieder einwickeln. Und nochmal rauswickeln. So, dieses Auswickeln verknüpfen wir mit drei Schritten um uns selber rum. Deine rechte Schulter zieht nach hinten. Geh einmal um dich rum. Drei Schritte einmal ranstellen. Ja, wir machen nochmal die ganze Choreografie, dieser Teil. Du schwingst oben. Gehst einen Schritt zur Seite, wickelst dich ein. Jetzt, Wickel dich raus und geh drei Schritte um dich herum, bis du wieder hier bist. Ganz langsam. Noch einmal etwas schneller. Wieder. Hier oben haben wir es gefasst. Die Mitte wegwerfen. Schritt zur Seite. Geh einmal um dich herum. Schließ ran. So, jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt kommt was ganz einfaches. Du schleuderst. Was mache ich da? Meine Handgelenke drehen sich ganz leicht und das Seil geht nach vorne oder hinten, wie es dir lieber ist. So, mit dem Schleudern etwas langsamer werden. Dein rechtes Knie oder linkes Knie, linkes, dein linkes Knie nach vorne drüber setzen. Schleuder nochmal. Linkes Knie drüber setzen. So, jetzt linke Schulter zieht nach hinten wir machen eine Drehung jetzt machst du zwei Sachen gleichzeitig einmal linke Schulter nach hinten ziehen und vom rechten Fuß abdrücken ja explosiver Abdruck und zieh nach hinten versuch das mal zu kombinieren also wir machen eine Drehung im plié dein vorderes Bein dein linkes Bein ist gebeugt rechtes Bein drückt ab und gekoppelt die Schulter nach hinten ziehen. Versuch die Körperspannung zu halten und dich einmal komplett rumzudrehen. Probieren wir es mal. Und pfui. so, gut. Hat funktioniert? Ich hoffe schon. Machen wir noch einmal. Achte darauf, such dir vielleicht auch noch einen Spot auf Augenhöhe, also einen Punkt an der Wand, an dem du dich orientierst. Also Spot, drehen, wupp. Kopf muss wieder da sein. Ganz schnell rumdrehen. So. Verlage das Gewicht nach hinten. Jetzt geh mit deinem linken Fuß in das Seil hinein. Schau noch mal, ich zeig's dir im Profil. Seil ist hier gehalten, Fuß sticht hier rein. Ja? Schaut so aus. Wir haben gedreht. Verlage das Gewicht nach hinten, Fuß sticht rein. Jetzt führ mal deinen Fuß nach hinten. Du solltest dich vorher im Rücken etwas Aufgewärmt haben. Darum tue jetzt ich mein Bein auch nicht ganz so hoch. Wenn du sehr beweglich bist, kannst du dein Bein natürlich bis nach oben führen. Ja? Bein hier. Jetzt kommt ein Beinschwung. Linkes Bein geht nach vorne. Mach das erstmal ein paar Mal als Vorübung. Ja? Und jetzt wirst du schon merken, wenn du ganz viel Schwung nimmst, geht das Seil wieder raus. Ein nächster kleiner Trick. Okay, wir versuchen es noch einmal. Ab hier. Seil ist dreifach. Bereit? Okay. Wegwerfen. Knoten in die linke Hand. Schritt auf die Seite. Einwickeln. Kreis um dich selber rum. Stehen. Linkes Bein drüber. Spannung. Abdruck und Schulter. Und Spot. Zack. Geh zurück. Einhaken. Und nach oben führen. Jetzt durchschwingen und stehen. Gut, schau noch einmal, vielleicht für dich die einzelnen Techniken durch. Hat alles geklappt, sonst machst du kurz Stopp. Dann machen wir gleich miteinander weiter oder wir machen gleich zusammen weiter. So, wir haben jetzt geendet im Rückwärtsschwingen, sagittales Rückwärtsschwingen. Jetzt machst du eins, das haben wir noch gar nicht gemacht, einen kleinen Wurf. Wir machen es noch einmal ganz leicht, geh hier im Impuls mit und jetzt streckst du die Hand nach vorne. Das Seil dreht sich einmal um sich selber, also nur eine halbe Drehung. Du hast ja die Knoten und dann dreht sich das Seil und die Schlinge kommt zu dir. Ich zeige es dir im Profil, rückwärts kurbeln, abwerfen, Schlinge. Okay, versuch's noch einmal. Ich sage immer, wie wenn ich jemanden Platz anbiete. Rückwärtskurbeln, Platz anbieten. Nicht zu so viel Schwung geben, sonst dreht sich das Seil zu oft. Außer du bist schon fortgeschritten, dann kannst du natürlich auch eineinhalb Mal rumdrehen. Dafür brauchst du aber auch eine hohe Abwurfhöhe. Rückwärtskurbeln. Platz anbieten und jetzt von unten greifen hier im Kammgriff. Guck noch mal. So. Das hatten wir schon im ersten Teil, sagittalen Achter. Nach vorne, einmal rechts, einmal links. Das haben wir geübt. Plus hatten wir da die Knoten in der Hand und jetzt siehst du schon, die Knoten sind jetzt rechts und links von dir. Das wäre jetzt mal Stufe 1. Okay, klappt das? Wichtig ist immer dass die Ebene sauber ist und dass du schön um deine Schulter herum Rechte Schulter, linke Schulter, rechte Schulter. Okay, gut. Machen wir den Übergang nochmal. Ab der Drehung: Knoten in der linken Hand, zwirbeln, vorwärts steigen. Konzentration, Körperspannung. Dreh dich herum, steig zurück, einhaken, ziehen, rückwärts kurbeln. Schritte eigentlich gehen, die habe ich nicht, aber du vielleicht, abwerfen, Mitte fangen und wenn es geht, sofort hier in den Sagittalen Achter hineinkommen. Okay, gut. So würde ich es jetzt mal lassen, wenn du ein Anfänger bist. Den Sagittalen Achter können wir aber noch etwas spannender gestalten. Ich zeige es dir mal. Du stellst dir vor, du hast rechts und links von dir Trommeln stehen. Und ich muss immer abwechselnd auf diese trommeln drauf trommeln rechte linke Hand oder linke rechte Hand je nachdem wie du jetzt stehst ja bei mir ist jetzt die linke Hand links rechts links da da da, da. eine Hand muss immer führen ja? immer die gleiche Hand trommelt als erstes auf diese Trommel. So, ich mache das nur aus den Handgelenken raus, die Bewegung. Mit dem Seil würde es dann so ausschauen. Erstes, du schwingst erstmal nur sagittal. Und wenn du schön in der Ebene bist, kannst du das Seil versetzen. Links rechts, links rechts, links rechts, links rechts, da, da 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 und das schaut jetzt halt im Profil ganz cool aus, weil die Seilenden immer unterschiedlich, der eine ist oben, der andere ist unten. Ja, klappt es, probieren wir noch einmal dieselbe Stelle. Knoten zwirbeln. Drüber steigen. Drehen. Zurücksteigen. Reinspießen. Ziehen. Rückwärts Schritte gehen. Abwerfen. Und je fortgeschrittener du bist, Umso schneller könntest du jetzt auch schon hier in den Achter reinkommen. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich führe das Seil nach unten, ziehe es übers Knie und habe hier wieder die Enden und drehe mich wieder nach vorne. Ja, Also das heißt, ich komme aus dem Sagittalen Achter über ein Knie ziehen, lang machen und die Enden sind wieder da. Eine letzte Runde würde ich sagen. Noch einmal ab dem Übergang. Wir sind ja hier. Tief und weg. Knoten links, Seite und rum. Und zwerbeln. Und drüber steigen. Spannung aufbauen. Drehen, Spot. Zurück. Rein und ziehen. Zurück. Gehen, du kannst vorwärts. Abwurf und Sagittalenachter Achter. Und zum Schluss Ziehen und Lächeln. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Und wenn du noch mehr Handgerätsvideos anschauen möchtest, dann freuen wir uns, wenn du wieder mit uns hier Seil, Reifen oder Ball machst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!